Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und das hier sind Pedro und Rosa, die mein Sohn Stefan für meine Lehrbücher als Coaches entwickelt hat. In meiner Jugendkunstschule auf dem Wunderhof gab es immer einen Kurs, der war regelmäßig ausgebucht und den haben die Kinder und die Jugendlichen, die daran teilgenommen haben, immer sehr geliebt. Und zwar haben wir da lebendige Hasen bzw. Kaninchen, wie sie richtigerweise heißen, haben wir da gehabt und die konnte man auf dem Arm halten, die konnte man streicheln und hinterher haben wir die miteinander gezeichnet. Und an diesen Hasen oder Kaninchen kann man super gut üben, wie man Tiere mit einem Fell zeichnet oder malt. Und deswegen habe ich die jetzt auch in unsere Serie von Lernkarten mit aufgenommen, weil das wirklich, wirklich einfach ist, wenn man eine kleine Vorlage hat und wenn man anhand dieser Vorlage das so oft üben kann, bis man das Ganze aus dem FF kann. In diesem Video wollen wir das kleine Kaninchen, den Hasen, den wir das letzte Mal schon gezeichnet haben, mit Deckfarben malen. Ja, wir haben die Lernkarte wieder, wo ihr auf dem Titel die Vorlage drauf habt, die wir jetzt miteinander malen. Dann braucht ihr einen Deckfarbenkasten mit 12 Farben und wenn es irgendwie möglich ist, kauft euch solche Synthetikpinsel, weil man mit denen einfach wesentlich besser Farbe aufnehmen kann und auftragen kann. Ich habe einen 12er und einen 4er. Aber wenn ihr auch was bei sich bloß einen Zehner habt oder einen Achter, da wäre schon viel geholfen. Dann schauen wir, was in der Karte drin ist. Ihr habt oben die 4 Stationen, wie wir jetzt Schritt für Schritt vorgehen beim Malen. Dann habt ihr wieder eine Vorlage zum Durchdrücken. Das kennt ihr schon vom Hasen zeichnen mit dem Kohlepapier zum Durchdrücken. Und dann habe ich jetzt bei den Malkarten habe ich immer einen Kupferdruckkarton drin, weil ich den mit Deckfarben zusammen wahnsinnig toll finde. Das wird also ganz weicher Verlauf und funktioniert aber leider nur bei dem Papier. Wenn ihr vielleicht auch Aquarellfarben benutzen wollt, ich habe euch auch einen Künstler-Aquarellkarton mit reingepackt. Der funktioniert mit den Deckfarben genauso. Da könnt ihr also die benutzen wie Aquarellfarben. Der ist nicht so empfindlich wie der. Allerdings wird das Ergebnis auf dem Aquarellkarton ein bisschen fleckiger. Aber selbst das kann gut aussehen. Also das macht jetzt nichts, wenn ihr die Papiere nicht habt. Ihr könnt auch auf einem ganz normalen Zeichenkarton arbeiten. Auch da funktioniert das einwandfrei. So, dann knicke ich die Karte mal um. Dann Achtung, das Kohlepapier bitte mit der schwarzen Seite nach unten aufs Papier legen. Und dann übertragen wir mit dem HB zunächst einmal die Zeichnung. Bitte aber auch wirklich nur stricheln, denn das ist jetzt ganz wichtig, dass man die Vorzeichnung jetzt dann durch das Fell, wenn wir das flauschig haben wollen, dass man das nicht mehr durchsieht. So, dann schauen wir mal. Jawohl. Passt so ungefähr. Also das soll wirklich nicht stärker sein als so. Ihr könnt euch dann das noch ganz leicht ein bisschen kräftiger markieren. Aber lieber wäre es mal, wenn er tatsächlich nur so ganz blass vorzeichnet. So, und dann schauen wir mal, was Pedro und Rosa uns sagen, was wir jetzt als erstes tun sollen. Wir brauchen jetzt erstmal eine Farbe, und zwar Gelbocker, das ist das hier, gebrannte Siena und Schwarz. Da mischen wir unseren bräunlichen Farbton draus und dann nehmen wir Ultramarinblau und Schwarz und mischen unseren grauen Farbton. Und dann füllen wir den ganzen Hasen mit diesen beiden Farben erst einmal mit ganz verdünnter Farbe aus. Mit dem Schwarz immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das unglaublich schnell färbt. Und Schwarz hat immer so die unangenehme Eigenschaft,
dass das eine wahnsinnig tote Farbe ist, wenn man die zu oft und zu häufig im Bild hat. Genau, und jetzt nehmen wir ganz viel Wasser, wie gesagt, und füllen einfach den Hasen mal so ganz unterschiedlich, ne, in diesen beiden Farben aus. Kann man auch, wenn man einfach Wasser dazu nimmt, ne, dann wird das Ganze ein bisschen heller. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass das auf dem Papier einfach so toll verläuft. Und das habt ihr halt bei anderen Papieren nicht so schön. Da müsst ihr dann damit zufrieden sein, dass das halt ein bisschen fleckiger wird. So, und bevor ihr jetzt weitermalt, bitte lasst es ganz, ganz, ganz gut trocknen, weil solange das jetzt so feucht ist und ihr gebt mit irgendeiner anderen Farbe drauf, verläuft euch das wieder. Aber wir wollen jetzt als nächstes so ein bisschen diese Fallstrukturen andeuten und da muss die erste Schicht ganz trocken sein. Wenn ihr ungeduldig seid, holt euch einfach einen Föhn und föhnt das Ganze trocken. So, und jetzt mischen wir uns die zwei Farben, die wir gerade gehabt haben, einfach ein bisschen dicker an. Ihr seht schon, das ist insgesamt jetzt sehr viel heller geworden als vorhin, als wir das aufgetragen haben. Das ist ganz typisch für Wasserfarben. Wenn ihr das auch später mal in Aquarell macht, habt ihr das gleiche Problem. Und das ist natürlich, wenn man dann dunkel drüber malen möchte, ist das natürlich ein Vorteil. So, und jetzt mache ich da unterm Hals entlang. Da sehe ich nur so ganz leicht meine Striche von der Vorzeichnung durch. Mache ich erst einmal das Ganze ein bisschen dunkler. Und ich imitiere da jetzt so ein bisschen, dass das eben Haare sein sollen. Da drin. Wenn ihr die Zeichnung mitgemacht habt, dann erinnert ihr euch bestimmt dran. Haben wir ja alles schon mal gemacht. Und es macht jetzt überhaupt nichts, wenn die Farbe so unterschiedlich wird, ne? Weil die Farbe, die wir jetzt drüber legen, die mischt sich natürlich optisch jetzt mit dem, was drunter ist. Und dann wird das Ganze sehr unterschiedlich. Aber das ist auch gut so, weil bei einem Fell ist es immer so, dass man verschiedene Schattierungen drin hat. Und da ist es eigentlich, ja, da ist es ein großer Vorteil. Das, was so rosa im Ohr drinnen ist, das macht man mit einer gebrannten Siena, ne, ganz leicht, dass es ganz rötlich ausschaut. Und wenn er möchte, dass man so diese Adern, dass man die so ein bisschen deutlicher sieht, dann könnt ihr auch Folgendes machen. Ihr könnt ein Schaschlikstäbchen nehmen und könnt es so ein bisschen so reinritzen. Dann wären das so ganz, ganz feine Linien, ne, so wie halt die Adern in den Ohren drin sind. Dann brauchen wir jetzt als nächstes die Augen und da brauchen wir jetzt eine sehr dunkle Farbe. Da mischen wir uns jetzt wieder aus dem Schwarz und der Ultramarinblau eine ganz dunkle Farbe, aber bitte eben immer ein bisschen abgetönt, kein reines Schwarz nehmen. Das ist ganz wichtig, weil es in der Natur kein reines Schwarz gibt und wenn man das macht, schaut das immer so tot aus. Und gerade bei Kaninchen ist es oft so, dass die eh so einen leichten Blaustich haben in den Augen. Und ganz wichtig, das Licht freilassen. Das ist immer das, das ist bei den Schülern immer am meisten passiert, dass sie das Licht übermalt haben und das bringt man nicht mehr raus. Also ganz arg darauf konzentrieren, dass er das nicht übermalt.
Ja, und jetzt können wir mit dem feinen Pinsel eben auch so da unten diese kleinen Pfoten rausarbeiten, ne, indem wir da einfach da zum Beispiel, ne, indem wir da einfach so dazwischen gehen. Das nennt man negativ malen, das heißt, wir malen eigentlich außenrum und so entstehen dann eben diese kleinen Pfötchen. Und dann geben wir dem auch wieder einen Schatten, das haben wir ja beim Zeichnen auch schon gehabt. Und dann nehmen wir eben immer eine sehr dunkle Farbe. Da könnt ihr ruhig dann auch die anderen Farben so ein bisschen mit reinmischen, dass das überall halt ein bisschen ungleichmäßig wird. Ja, und dann sind wir jetzt schon bei den Feinheiten. Wir machen jetzt an einigen Stellen nochmal so ganz explizit Haare. Also nicht mehr bloß so andeuten, sondern richtig, dass man die Striche sieht. Aber eben nicht überall, sondern nur an ein paar Stellen. Weil wenn er das zu viel macht, dann schaut es unnatürlich aus. Ja, und dann könnt ihr dem Hasen noch einen Hintergrund geben. Welche Farbe ihr wählt, das überlasse ich ganz euch. Ich habe jetzt das Gelb genommen, weil es halt im Hasen selber auch vorkommt. Aber da würde jetzt zum Beispiel auch Blau oder Grün wird gut ausschauen. Nur bitte Achtung, wenn ihr zum Beispiel Grün haben möchtet, dann mischt euch das nach Möglichkeit aus dem Ocker und dem Ultramarinblau und nehmt nur wenig von dem Gelb mit dazu, sonst schaut euch das zu sehr, sonst wirkt das Gelb zu sehr wie ein Fremdkörper. Und wenn ihr Grüntöne verwendet, bitte auch immer mit einer von den Farben, die ihr im Bild verwendet, ein bisschen abtönen, dass euch das nicht zu sehr absticht vom Rest vom Bild. Ich mache es jetzt genauso wie in der Vorlage. Ich gebe dem einen ganz leichten, so einen ockergelben Hintergrund. Da brauche ich einfach ganz viel Wasser. Und da ist es auch egal, wenn die Farbe nicht überall gleich dick ist. Das soll ja nur so, ja, soll halt so ausschauen, als würde das Kaninchen irgendwo in der Sonne sitzen. Ihr könnt da auch über diese erste Schicht gefahrlos drüber malen. Das ist ganz gut so, weil dann färbt sich die vom Farbton her passend zum Hintergrund mit ein. Ja, und schon ist dieses Motiv auch wieder fertig. Also ihr seht, die kleinen Formate sind wirklich gut, wenn man was üben möchte und nicht so viel Zeit investieren möchte und gerade jetzt mit den Deckfarben natürlich auch nicht so viel Geld investieren möchte in das Üben. Ich zeige euch wieder, wie das ausschaut, wenn man das Ganze dann in so einen kleinen Rahmen reingibt. Also denke ich, ist durchaus lohnend, dass man sich das später aufhängt. Ja, das ist die vorletzte Lernkarte. Jetzt habe ich noch ein Motiv für euch. Und zwar habe ich noch Mohnblumen. Die werden wir jetzt dann noch zeichnen und malen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich freue mich schon auf euch. Bis bald.